Ja, Leute, großes Problem. Fraps hat nicht vernünftig aufgenommen vorhin. Und jetzt bin ich schon ein bisschen weiter, muss jetzt einen kleinen Teil leider rauslassen. Es ist nicht viel passiert. Ich habe, glaube ich, ein paar Notizen gefunden. Die zeige ich euch auch jetzt sofort. Aber sonst war eigentlich nicht viel. Nochmal so eine Hibari-Karte. Und ich weiß nicht, was das soll mit Fraps. Das nervt mich tierisch. Gut, ich zeige euch zu. Erst hier die Dokumente. Ich hoffe, ich kriege das jetzt noch auf die Kette. Warum steht denn da nicht gelesen? Natürlich habe ich das gelesen. Das war doch das hier. Nee, nee. Oh, das ist jetzt, finde ich jetzt gerade total blöd irgendwie. Nee, das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Ich habe gesehen. Ich habe gesehen, dass Lady Fujiwara ihren kleinen Sohn gegessen hat. Ich glaube, das hatten wir im anderen Video noch nicht und das finde ich äußerst krass. Was ist das? Ach so, nee, das ist nur der. Okay, das hatten wir schon. Dann habe ich mich jetzt echt vertan. Ich bin gerade echt verwirrt, weil ich eigentlich relativ viel aufgenommen habe und dann kommt so ein Mist. Aber dieses Tagebuch haben wir noch nicht gelesen. Deshalb machen wir das jetzt. Ich habe beschlossen, die anderen Kranken mit mir in den Tempel zu nehmen. Ich wage es nicht, Miyoshimaru oder Ayako zu sehen. Ich bin kein Mensch mehr. Ich kann es nicht zulassen, dass meine Kinder zusehen, wie das Fleisch ihrer Mutter verrottet. Zum Glück war der Priester so freundlich, uns aufzunehmen. Ich befahl Miyoshimaru, dem kleinen Diener, den Vordereingang zu versiegeln. Auf diese Weise soll sich die Krankheit nicht weiter ausbreiten. Heute wurde ich ohnmächtig. Plötzlich war ich in einer Weidentruhe. Es sind keine Seidenraupen in der Truhe, nur Tausendfüßler. Ich habe einen pochenden Schmerz im Hals. Mein Genick sind steif und geschwollen. Heißt das, dass die Krankheit schlimmer wird? Ich habe den Priester um ein Zimmer im Tempel gebeten. Wenn ich hier bleibe, soll die Krankheit hoffentlich nicht schlimmer werden. So, ich hoffe, diese Notiz hatten wir noch nicht. Ich habe irgendwo eine relativ lange gefunden, aber dann kommt es wahrscheinlich noch. So, ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir das in der letzten Folge angeguckt haben. Die Tür ist versiegelt. Das ist jetzt eigentlich total schade irgendwie. Ach, die beiden Kleinen wieder. Ja, das ist total schade, dass ich das hier jetzt schon kenne. Das nochmal machen muss. Die haben uns jetzt den Weg hier freigemacht. Das ist total super. Das Seidensiegel an der Tür wurde entfernt. Die Tür scheint geöffnet zu sein. Dann gehen wir direkt durch. Und, oh, was ist das? Das habe ich mich vorhin schon gefragt. Das kam da auch. Sind das Spinnen? Die da die Wand hochkrabbeln? Ich weiß es nicht. Tempel Norden. Who are you? Why are you here? What are you doing here, priest? Me? Well, I'm comforting the sick. Look. These poor people have the disease. If they don't merge with other creatures, they will all die. Leave here at once. It's bad enough that I must share their fate. Also der Priester saß da in der Ying-Phase definitiv nicht, da bin ich mir sicher. Ich meine sogar, dass da eine Leiche saß. Und dass der da schon tot war. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber der saß da nicht. Da bin ich mir sicher. So, jetzt müssen wir hier die Kleinen wieder suchen. Und
Pferdesiegel. Dahinter saß jetzt übrigens ein Garki. Ich habe jetzt nicht lange genug gewartet. Ist doch einer, oder? Ja, klar. Na komm her. Komm her. Ach, ich glaube, in diesem Raum haben wir dann diese lange Notiz gefunden. So, ich kann mal gucken. Oh Mensch, ihr Garki. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass der bei der letzten Aufnahme, da hat der Medizin hinterlassen, da bin ich mir sicher, ja, wollte ich doch wohl sagen. Da war ich mir doch sehr sicher. Gut, und hier gibt es jetzt viel zu lesen. Lady Fujiwaras Tagebuch 2. 7 Seiten lang, aber ganz interessant. Viele Tage sind vergangen, seit ich geschworen habe, andere Menschen zu meiden. Wenn ich weiches Fleisch zu sehen bekomme, überwältigt mich die Gier, es zu essen. Ich kann diesen Hunger nicht beherrschen. Mein Körper gehört nicht mehr mir. Ich bin jeden Tag allein in meinem Zimmer, habe nur die Katze, mit der ich reden kann. Ich bin so einsam. Manchmal höre ich ein Lied. Wenn ich es höre, schmerzt mein Körper vor Gier, auf Fleisch zu kauen und Blut zu trinken. Aber ich darf niemals in die Nähe von Miyoshimaru oder Ayako kommen. Eine Mutter darf niemals ihre eigenen Kinder töten. Wenn ich die Katze streichle, habe ich ein komisches Gefühl. Die Katze ist so weich. Menschenhaut muss noch weicher sein. Und die Haut der Kinder ist bestimmt noch weicher. Ich habe das Lied wieder gehört und das Bewusstsein verloren. Als ich aufwachte, war ich in einer Weidentruhe. Die Katze lag neben mir, tot. Merkwürdig, ich fühle mich nicht mehr einsam. Aus irgendeinem Grund bin ich ruhig und gefasst. Etwas ist in mir. Es bewegt sich etwas. Was immer es ist sehr lästig. Ich muss wachsam sein. Manju hat mich besucht. Oh, mein süßes Kind. Sein Fleisch ist so jung und zart. Er muss gekommen sein, weil er sich um seine verhungernde Mutter sorgte. Ja, weil wir vorhin die Notiz bekommen haben, dass sie angeblich ihren eigenen Sohn gegessen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es wirklich gemacht hat oder ob sie die Katze gegessen hat, weil die mit in der Truhe lag. Zauberspruchkarte, okay. Ich musste jetzt wieder einen Schnitt machen. Mensch, heute geht alles schief bei der Aufnahme, was nur schief gehen kann. Da ist ein schlampiger Stapel Kisten. Nee, echt, es geht wirklich alles schief. SMS, Telefon, Scheiß, Fraps, es ist alles doof. Da sind die Kleinen wieder. Also hinterher. Ach, da habe ich in der letzten Aufnahme auch eigentlich ganz gut, dass ich das nicht hochlade. Ich habe nämlich wie blöde gesucht, wo ich jetzt überhaupt hin muss. Das war jetzt wahrscheinlich wieder falsch. Nee, ich bin runtergegangen bis ganz da zum Ausgang und so. Und das war total kompletto falsch. Und hier ist kompletto richtig. Ich weiß auch schon, was jetzt gleich kommt. Aber ich sag mal noch nichts, wenn ihr das seht, werdet ihr denken, oh mein Gott, wie löst sie jetzt diese Situation? Auf jeden Fall, die Kinder, sie haben die Tür geöffnet. Das ist total super, die war ja vorher versiegelt mit dem Saturn-Siegel. Ich frage mich jetzt, haben die das Siegel oder wie haben die die Tür aufgekriegt? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mich... Ah! Hm? Seht ihr? Geister! Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Geister! Und, wenn ich das mal so sagen darf, die kamen vorhin ein bisschen später, deshalb war ich jetzt doch unvorbereitet. Das waren jetzt nur 3. Vorhin in der Aufnahme waren das 5 oder 6. Das war total übel. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, was machst du denn jetzt? Du kannst ja nicht gegen 5 oder 6 Geister hier kämpfen. Bin einfach rausgegangen, hab mir gedacht, ich gehe nochmal speichern, damit ich, wenn ich sterbe, nicht so weit zurücklaufen muss. Gehe dann wieder in den Raum rein. Und dann war nur noch ein Geist da. Und ich hoffe sehr, dass das jetzt auch der Fall ist. Also hier mit einem Geist kann ich leben, aber da hier sowieso nichts ist. Hä? Hä? Was soll das denn? Vorhin? Vorhin war hier was. Der Yakushi hat ein himmlisches Lächeln. Warum kam hier vorhin was total anderes? Was habe ich denn vorhin anders gemacht? Ich habe mir das hier angeguckt.
ist diese Seide von einem Kokon? Die Hälfte des Buddha-Bildes ist mit Seide eingewickelt. Das ist nicht voll anders gemacht. Jetzt aber nicht wieder drei, ne? Oh, Leute, das ist total fies. Das ist ultra... Lauf! Mädchen, lauf! Lauf, Schlampe, lauf! Nein, das ist jetzt, ne, nicht beleidigend gemeint, das ist einfach nur ein Filmzitat. Ich weiß gerade nicht. Scary Movie. Leute, warum sind die Kleinen hier nicht? Vorhin saßen die beiden Zwillinge hier. Da. Ah, ich musste den nur mal eben sehen und da ist noch ein Geist. Eine Reihe von Buddha-Bildern ist im schwachen Licht zu sehen. Vielleicht sehen sie traurig aus, weil der Schrein zerstört ist. Vielleicht sind sie aber auch einfach nur traurig, dass hier ständig Geister kommen. Und du auch noch falsch zielst, beziehungsweise ich. Vielleicht sind sie deshalb traurig. Zack, weg. So. Jetzt aber, hier lag was und das habe ich vorhin übersehen. Nein, ich will das nicht. Ich will gucken, was hier liegt. Da. Da. Ich sehe es genau. Ey, wenn du jetzt nicht aufhörst, ne, mit deinen... Dankeschön. Sutegumo, Rufkarte. So, und jetzt habe ich Probleme mit der Steuerung. Super. Ich sag ja diese Aufnahme fail. Diese Lache ist echt unheimlich von den Kindern. So, jetzt sind wir wieder im Keller. Und, ach ja, an der Stelle. Ihr wisst noch, da kam das letzte Mal hier dieser Riesengegner runter. Und hier gibt's, was gibt's hier? Na los, was gibt's hier? Die Leiche hier scheint ein Astrologe gewesen zu sein. Ja, die Leiche ist mir gerade egal, denn... Guck mal, da liegt was. Gelbes Stofffetzen mit Blut beschriebener gelber Stofffetzen. Das ist der Futterplatz. Du bist auch von den Zwillingen hier reingelegt worden. Lady Fujiwara wird bald hier sein. Sie ist kein Mensch mehr. Geh zurück, wenn dir dein Leben lieb ist. Oh oh, Hilfe. Finden wir auch noch was ganz Tolles. Nämlich einen Saphirfächer. Und den werde ich jetzt direkt ausrüsten. Nicht so wie in der Ying-Phase, wo ich eine neue Waffe gekriegt habe und, oh mein Gott, ewig lange gebraucht habe, um die endlich mal auszurüsten. Das haben wir jetzt direkt gemacht. Da hinten ist eine Tür, die ist versiegelt. Das Siegel haben wir noch nicht, das weiß ich. Ja, ihr beiden Kleinen lacht nicht so frech. Sonst gibt es Ärger und das Riesenmonster kommt runter. Der war vorhin eigentlich ganz easy, so schwer ist er ja auch nicht. Und es klingelt.